rennt hier hin, das kann ich euch sorgen. Ich bin vom Farmida gekommen, dann geht das erstmal rein in den Kreisel, durch den Kreisel, raus aus dem Kreisel, rein in den Tunnel, durch den Tunnel, raus aus dem Tunnel, rein in den Kreisel, durch den Kreisel, raus aus dem Kreisel. Und von der Villa Simon ist mir dann schlecht geworden. Hallo, Manni, deswegen bin ich hier. Ne? Der darf mit seiner Kneipe nicht auf den Stoppeln warten. Ne? Das haben hier euer Bürgermeister, was gar nicht Gels soll der heißen oder so, der und seine Schergen, die haben ihm das verboten. Ne? Und einer ist hier der Klaus Darlinghaus, oder wie die Pappnase heißt. Der soll, sag mal, beim Finanzamt arbeiten, ne? Und das kannst du merken. Der kriegt von seiner Ollen morgens immer eine durchsichtige Butterbrotdose mit, ne? Und wenn er dann nachmittags durchgucken kann, ne, dann weiß er, dass er wieder nach Hause darf. Immer mehr Veganer setzen Mad Eagle aus. Auch in Fechter. Da gibt es nämlich sogar katholische Veganer. Die kannst du erkennen. Weil wenn die zur Kommunion gehen, dann sagen die, ich hätte lieber ein Stück Dornenkrone. Und da gibt es den großen Autohändler, den kennt man auch. Ne? So von der Autobahn, Hauke Anders heißt der. Der fährt mal mit seinen Kumpels immer Harley. Ne? Und bei den Harley-Fahrern ist das so, die grüßen nicht. Ne? Wir Biker machen das eher, ne? Eher nicht. Ne? Normalerweise immer so, wenn wir uns ein Moped begegnen. Ne? Hauke Anders kriegt den Arm nicht mehr hoch. Ne? Der hat immer Angst, dass seine goldene Rolex nass wird. Das ist ein großartiges Werk, das seinesgleichen sucht. An so ein ausgezeichnetes Buch, voll ausgeprägter Schaffenskraft, kommt selbst ein Autor wie Thomas Mann nicht heran. Richards Rezept sind zweifelsohne ein Stück Weltliteratur. Das glaubst du nicht, auf meiner Terrasse habe ich in Paris ein Präservativ gefunden. Da sagt der Luna, was ist eine Terrasse?